Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen aus dem Regenwald. Gibt's was Schöneres als eine Waldrunde bei strömenden Regen? Ja, vor allem nach ein paar Tagen mit so richtig heftiger Hitze auf keinen Fall. Es schüttet jetzt gerade bei uns wie aus Eimern. Ja, und es ist eine Luft und eine Atmosphäre hier im Wald einfach nur zum Genießen. Letzte Woche, als ich hier in diesem Wald war, hat es ein bisschen den Anschein gemacht, als würde es so ein bisschen weniger werden mit der Artenvielfalt. Ja? Aber wir hatten unter der Woche ein Gewitter, wir hatten gestern mitten in der Nacht dann noch ein Gewitter, obwohl das erste am Abend leider knapp vorbeigezogen ist. Ja, und heute Morgen hat es dann ein bisschen angefangen zu nieseln, das wurde dann ein bisschen stärker und jetzt regnet es und regnet es und regnet es und hoffentlich geht es noch ein bisschen so weiter, auch wenn es da schon wieder ein bisschen heller wird. Ja, ich bin hier in den Wald rein und stolper gleich mal über einen Perlpilz, gehe ein paar Meter weiter, finde einen grauen Wulstling, wieder ein paar Meter weiter einen Scheidenstreifling und wieder ein paar Meter weiter ein Goldröhrling. Vier Arten auf den ersten Metern, wir schauen sie uns gleich an. Ja, und dann geht's weiter und dann schauen wir mal, was sich hier sonst noch so zeigt. Scheint auf jeden Fall heute eine ganz, ganz tolle, schöne Tour zu werden. Ich freue mich drauf. Auf geht's! Ja, und wir zäumen das Pferd praktisch gesehen jetzt von hinten auf. Wir starten nicht beim ersten Fund beim Perlpilz, sondern bei den Goldröhrlingen, die wir hier jetzt auf den letzten Metern als letztes gefunden haben. Was ist für die Goldröhrlinge typisch, wenn es regnet? Ja, die Goldröhrlinge gehören in die Gattung der Schmierröhrlinge und deswegen haben wir bei feuchter Witterung eine schmierige, schleimige Hutoberseite. Weiteres Merkmal, wie schon oft erklärt, der Standort bei Lerche. Hier stehen zwei, drei dicke alte Lerchen rum. Ja, und das ist eins der besten oder zuverlässigsten Goldröhrlingshabitate bei uns in der Region aus den letzten Jahren. Ja, und es hat nicht nur den einen Fruchtkörper, sondern da stehen nochmal zwei, ein größerer und ein kleinerer. Und irgendwo da vorne, vielleicht könnt ihr es aus der Entfernung noch sehen, habe ich auch noch ein ganz, ganz altes Exemplar entdeckt. Ja, wir schnappen uns jetzt aber einen von den Mittelalten für ein paar Detailaufnahmen. Für den Speisepilzkorb wird dieser Fund plus minus leider zu alt sein. Aber das werden wir gleich feststellen. Ich nehme einen raus und dann schauen wir uns die Hutunterseite an. Ja, und ich hatte schon vermutet, leider sind diese Exemplare zu alt für den Speisepilzkorb. Macht aber nichts, wir freuen uns trotzdem darüber, dass die erste Art auf der Fundliste der Goldröhrlinge ist. Ja, woran erkenne ich jetzt, dass die zu alt sind? Ja, vor allem die Röhrenfarbe ist in dem Fall ausschlaggebend. Je schmutziger oder auch gräulicher, wie man hier bei dem Exemplar sehen kann, die Röhren ausfallen, desto älter ist in dem Fall der Goldröhrling. Ja, und auch die Konsistenz ist schon relativ weich und dementsprechend sind die mir ein ganzes Stück zu alt. Je feiner die Röhren und je hellgelblicher die Röhren gefärbt oder wenn sogar noch der Schleier, der die Röhren verdeckt, zu ist, desto jünger sind normal die Goldröhrlinge. Ja, und ansonsten geht auch hier natürlich die Konsistenzprüfung. Je weicher so ein Röhrling ist, desto weniger für Speisezwecke ist der Fund dann in der Regel auch geeignet. Ja, und wir schauen jetzt gleich weiter zum Scheidenstreifling. Ja, und hier seht ihr jetzt den rotbraunen Scheidenstreifling. Und das freut mich besonders, weil wir den in diesem Jahr noch gar nicht hatten. Wir hatten den grauhäutigen Scheidenstreifling und den zweifarbigen Scheidenstreifling. Ja, und das hier ist jetzt der erste rotbraune Scheidenstreifling. Und der ist bei uns in der Region mit Abstand der häufigste Scheidenstreifling, den man so finden kann. Und mich wundert so ein bisschen, ich habe erzählt, dass wir die letzte Zeit immer wieder ein Gewitter hatten. Ja, und trotzdem hat dieser rotbraune Scheidenstreifling einen erheblichen Trockenschaden. Woran erkennt man es? Ja, wenn der Hut so aufreißt wie hier, hier, hier und hier, dann ist es in der Regel ein Trockenschaden. Ansonsten wären die Scheidenstreiflinge gute Speisepilze. Man muss halt wissen, worauf man achten muss. Was sind diese wichtigen Merkmale? Einmal dieser geriefte Hutrand, dann, dass die Scheidenstreiflinge nie einen Stielring besitzen und dass die Scheidenstreiflinge, ich kann es euch jetzt in dem Beispiel leider nicht zeigen, weil ich den nicht rausnehmen möchte, an der Basis eine Scheide besitzen, aber nie eine Knolle. Ja, und diese Merkmalkombination reicht im Prinzip aus, um Scheidenstreiflinge zu erkennen. Dann hat man zwar nicht die Art, das ist aber irrelevant, weil alle Scheidenstreiflinge plus minus den gleichen Speisewert besitzen. Ja, und das war der rotbraune Scheidenstreifling und wir gehen jetzt weiter zum grauen Wulstling. Ja, und keine 15 Sekunden später sind wir schon angekommen. Hier jetzt der graue Wulstling. Zumindest gehe ich davon aus, dass es der graue Wulstling ist.
Denn hier sind nicht im Ansatz irgendwo rötende Töne zu erkennen. Aber das können wir gleich überprüfen, indem wir den rausnehmen. Vielleicht aber trotzdem jetzt schon mal grundsätzlich was zum grauen Wulstling. Ja, wenn man den ganz, ganz flapsig umschreiben möchte, könnte man sagen, es ist ein Perlpilz mit ein bisschen minderwertigerem Geschmack und ohne Röten. Ja, und ansonsten würde ich sagen, bevor wir da weiter auf die Art eingehen, nehmen wir den vielleicht erstmal raus. Ja, und bevor wir uns jetzt im Detail um diese beiden Arten hier kümmern, habe ich mir gedacht, jetzt stelle ich die mal nebeneinander, um was ganz, ganz Tolles zu zeigen. Könnt ihr die Farbunterschiede sehen, wie kalt und grau-weißlich der graue Wulstling und wie warm, so ein bisschen rötlich der Perlpilz gefärbt ist? Und das ist das, was ich eben meine. Wenn man da so ein bisschen Übung hat, beide Arten schon ein paar Mal gefunden hat, dann kann man plus minus, ja, bei vielleicht 80-90% von den Funden schon von oben sagen, ob das eher ein Perlpilz oder ein grauer Wulstling ist. Und deswegen habe ich bei den beiden Funden auch schon vorher gewusst, oder zumindest zu 95% geahnt, um was es sich handelt. Also hier ist der Unterschied wirklich mehr als deutlich zu sehen. Bevor wir aber weiter auf die Unterschiede und auf die Merkmale eingehen, nehme ich jetzt auch den Perlpilz raus und dann legen wir beide nochmal nebeneinander. Jetzt wollte ich den vorsichtig aus dem Boden drehen, damit die ganz, ganz wichtige Knolle an der Stielbasis nicht abbricht. Ja, und ich habe festgestellt, dass der Stiel relativ weich ist. Wie kann man jetzt sicherstellen, dass man den Fund komplett aus dem Boden bekommt? Ja, wenn ich den jetzt hier nehme und versuche, den zu drehen, bin ich mir sicher, wird er abbrechen. Deswegen fahre ich immer ganz gern mit einem Finger möglichst ganz unter den Fruchtkörper und versuche, den ganz, ganz vorsichtig von unten rauszudrücken. Ja, und so kann man eben sicherstellen, dass die für die Bestimmung wichtige Stielbasis nicht abbricht. Ja, vielleicht hilft euch der Tipp, denn gerade wenn man erstmal beginnt, die Gattung der Knollenblätterpilze zu entdecken, dann ist es immer ganz wichtig, die Funde komplett zu entnehmen, weil sich eben an der Stielbasis ganz wichtige Merkmale befinden können. Nun aber zu den Unterschieden zwischen Perlpilz und grauer Wulstling. Ja, hier habe ich die beiden Arten jetzt nebeneinander gelegt und man sieht schon, im Prinzip sehen die beiden Arten sehr, sehr gleich aus, bis auf den ein oder anderen feinen Unterschied. Beide Arten haben eine ungefähr gleich geformte Stielknolle. Beide Arten haben einen Stielring, der bei beiden Arten gerieft ausfällt. Die Größe ist plus minus zumindest ähnlich, kann aber auch gleich ausfallen. Die Lamellenfarbe ist gleich. Ja, und der einzige Unterschied, der so richtig ins Auge sticht, ist der Farbunterschied. Vor allem, wenn man ganz, ganz nah rangeht und ganz genau hinschaut. Könnt ihr sehen, wie typisch rötlich verfärbt der Perlpilz ist? Und wie dazu im Gegensatz der graue Wulstling diese Verfärbungen nicht im Ansatz irgendwo zeigt. Ja, es ist, denke ich, auch hier am Stiel sehr, sehr deutlich zu sehen. Ja, und damit sollte der Unterschied klar sein. Und auch wenn es natürlich wissenschaftlich überhaupt nicht korrekt ist zu sagen, dass der graue Wulstling im Prinzip ein Perlpilz ohne Röten ist, ich denke, gerade umgangssprachlich so beschrieben, weiß dann jeder, was gemeint ist. Ja, vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen, der so ein bisschen unsicher ist, die beiden Arten in Zukunft sicher unterscheiden zu können. Ja, und nachdem es jetzt auf den ersten paar Metern, wie beschrieben, mit diesen vier Arten, die ich euch gerade gezeigt habe, geklappt hat, bin ich schon mega, mega gespannt, was uns sonst noch erwartet. Ja, liebe Pilzfreunde, schaut euch mal dieses riesige Steinpilzmonster an. Ein alter Sommersteinpilz. Ja, der ist Kindskopf groß. Absoluter Wahnsinn, wie groß diese Sommersteinpilze werden können, wenn man sie denn wachsen lässt. Ja, und das Interessante ist vielleicht, die waren hier auf diesem Hügel letzten Freitag noch nicht zu sehen. Oder ich habe sie übersehen. Kann natürlich auch sein, dass sie noch ganz, ganz klein waren. Ja, das sieht man mal eben, wie groß die werden können. Ja, den packen wir uns gleich in den Speisepilzkorb. Zum Trocknen geht der auf alle Fälle noch. Ja, war natürlich ein Scherz, der bleibt natürlich stehen in dem Zustand. Wie schon oft erklärt, durchs Trocknen werden diese Funde nicht besser. Ja, und ich mache wieder den obligatorischen Drucktest, auch wenn ich es mir sparen kann. Schaut euch das mal an. Oh je. Ja, der ist mehr als hinüber und dementsprechend bleibt er natürlich stehen. Aber ich freue mich über so Riesenfunde trotzdem immer wieder.
weil es einfach schön ist zu sehen, wie toll die wachsen können, wenn man sie denn in Ruhe lässt. Ja, aber vielleicht haben wir ja das Glück, dass wir noch ein, zwei frische Fruchtkörper von den Sommersteinpilzen finden. Wäre schon toll. Ja, nach nicht mal einer Stunde haben wir jetzt schon die Art Nummer 6, und zwar einen jungen Sklerotien-Porling. Zumindest gehe ich davon aus, die Alternative hier in dem Wald wäre der löwengelbe Stielporling. Der wäre aber meiner Meinung nach auch jung, deutlich dünnfleischiger. Dementsprechend höchstwahrscheinlich junger Sklerotien-Porling, der wäre jung essbar. Aber wir lassen den hier natürlich stehen und weiter wachsen. Ja, und so langsam beginnt die Hoffnung in mir zu keimen, dass wir es heute vielleicht sogar auf 10, 12 Arten schaffen könnten. Schauen wir mal. Ja, liebe Pilzfreunde, schaut's mal, was hier bei den blassen Pfifferlingen jetzt los ist. Ist das nicht einfach nur ein wunderschöner Anblick? Ja, hier jetzt ein junges, aber doch brauchbares Exemplar. Und jetzt passt's mal auf. Da haben wir ein Pärchen. Da haben wir ganz, ganz kleines, frisches Wachstum. Alles noch relativ harmlos. Ja, und hier drunter das nächste kleine Exemplar. Und jetzt passt's auf. Schaut's mal, wie die sich hier aus dem Boden pressen. Eine richtig, richtig schöne große Gruppe. Ja, und wenn man hier drunter ein bisschen vorsichtig das Gestrüpp wegmacht, sehen wir schon, da geht's genauso weiter. Also die blassen Pfifferlinge scheinen jetzt richtig, richtig Gas zu geben. Ja, und weil es hier so viele ganz, ganz junge Fruchtkörper hat, denke ich, können wir uns die zwei hier noch mit ins Körbchen packen, wenn wir sie dann aus dem Boden bekommen. Ja, es ist einfach nur eine wunderschöne Pfifferlingsart mit diesen blassen Farben. Wunderschön anzuschauen und macht einfach nur Spaß, die Art zu sammeln. Ja, und denen tut der Regen jetzt natürlich richtig, richtig gut. Ja, und der nächste Fund ist gemacht. Es ist wieder der wurzelnde Schleimrübling. Ja, und jetzt bei feuchter, nasser Witterung natürlich völlig klar. Ein Schleimrübling muss natürlich schleimig sein. Ähnlich wie die Goldröhrlinge, auch der wurzelnde Schleimrübling mit schleimiger Hutoberseite ist ein essbarer Pilz, aber wenn man den sammelt, wie letzte Woche schon beschrieben, maximal der Hut ist brauchbar, denn der Stiel ist extrem zäh und stabil. Ja, und langsam haben wir das Pilzporträt zur Art komplett. Den Fund werde ich auf alle Fälle nochmal entnehmen und weitere Detailaufnahmen anfertigen. Ja, und wenn es dann vielleicht doch in den nächsten Tagen, Wochen noch mit ein, zwei weiteren Funden der Art klappt, dann können wir dann endlich das aktualisierte Pilzporträt fertigstellen und dann gibt es ein detailliertes Porträt zur Art in den nächsten Tagen oder Wochen. Wunderbar. Ja, hier habe ich jetzt nochmal einen Perlpilz gefunden, aber einen ganz, ganz jungen, frisch gewachsenen Fruchtkörper. Ja, und ich denke, hier riskieren wir es jetzt nochmal, die nehmen wir jetzt nochmal raus und schauen wir mal, ob der vielleicht jetzt endlich mal was für den Speisepilzkorb ist. Ein großes Manko von denen, ich habe es ja schon oft erklärt, ist, dass die selbst, wenn die so aussehen, manchmal schon von Madengängen durchzogen sind. Aber vielleicht haben wir dieses Mal ja Glück. Pustekuchen. Ja, und da sieht man es wieder. Das wäre echt ein toller und leicht zu bestimmender Speisepilz, aber selbst in dem Zustand komplett mit Madengängen durchzogen. Schade, schade, schade. Ja, bei den Sommersteinpilzen haben wir irgendwie so ein bisschen unser Glück mit dem Timing verloren. Seit 2-3 Jahren passiert es immer wieder. Wir besuchen eine Stelle, es zeigt sich kein Sommersteinpilz und eine Woche drauf findet man dann alte Sommersteinpilze. Gerade diese Stelle, da wachsen die schönsten und größten Sommersteinpilze, haben wir genau vor einer Woche ganz, ganz genau kontrolliert und da war definitiv nichts zu sehen. Ja, und jetzt liegt er hier leider schon im Walde. Der muss kurz danach aus dem Boden gekommen sein, gewachsen sein. Ja, und dann haben die Schnecken und Insekten den Stiel so geschwächt, dass er abgebrochen ist. Ja, und auch wenn der natürlich sich jetzt mit den Röhren nach oben so richtig mit Wasser vollsaugen hat können,
so 200, 300, vielleicht sogar 400 Gramm hätte der schon gehabt. Also so ein Fund im Top-Zustand würde normalerweise eigentlich schon fast für eine Mahlzeit ausreichen. Und dementsprechend schon so ein bisschen schade, dass es heute bisher nur mit alten, unbrauchbaren Exemplaren klappt. Ja, und warum ist der unbrauchbar? Erstens, wenn er schon im Wald liegt, dann sollte man ihn grundsätzlich nicht sammeln. Und zweitens kann man hier einen sehr, sehr deutlichen Schimmelschaden sehen. Alleine dieser Schimmelschaden macht diesen Fund schon als Speisepilz vollkommen unbrauchbar. Und hinzu kommt eben, dass er schon im Wald liegt. Und ich mache auch zusätzlich jetzt nochmal spaßeshalber den Drucktest. Schaut's mal, Delle bleibt zurück. Damit wäre der auch zu alt. Ja, ich bin jetzt fast am Parkplatz angekommen. Die Sonne kommt raus. Es ist so wunderschön hier draußen. Einfach eine Waldrunde zum Genießen. Ja, auch wenn der Start in die Tour heute regnerisch war und es ganz, ganz viele Funde gab, wurde es danach mit dem Regen weniger und auch mit den Pilzen. Man sieht schon, es ist sehr, sehr waldabschnittsabhängig, ob man was findet oder nicht. Ja, war sicherlich dazwischen auch mal eine Stunde komplett Flaute. Arten, die ich heute so ein bisschen vermisst habe, wären junges Wachstum bei Goldröhrling und Sommersteinpilz. Da haben wir nur alte Fruchtkörper gefunden. Der echte Pfifferling, da haben wir Stecknadelkopfgroße gefunden, aber sonst gar nichts. Also da hätte ich mehr erwartet, vor allem auch, weil wir die blassen Pfifferlinge in größerer Stückzahl haben finden können. Ja, Netzhexe nicht da, Flockenhexe nicht da. So ein bisschen komisch, dass die gar nicht wollen. Genug geregnet, plus minus hätte es eigentlich mit den ganzen Gewittern in den letzten Wochen. Aber ich denke mal, jetzt wo heute der Regen so richtig schön tief reingegangen ist in den Wald, werden auch diese Arten sich bald wieder zeigen. Habt ein schönes Wochenende und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt.